Hallo und herzlich willkommen wieder zu einer Shakes and Fidget-Runde. Und wir haben direkt mal den Kampf gemacht. Wir haben da nur noch 28%, das heißt, der ist bald fertig, der Gegner, beziehungsweise die Gegnerin. Hier blinkt es auch ganz wild, okay. Dann noch hier den Petkampf. Dann natürlich ein Teamkampf, das gehört dazu. Momentan Raid-technisch. Ja, den machen wir nächste Woche oder beziehungsweise Ende der Woche jetzt. Es ist ja Montag, hallo. Und den machen wir dann, ja, würde ich sagen, gegen Ende der Woche nochmal. Versuchen wir es da nochmal. Das letzte Mal lief nicht ganz so Guten optimal. Morgen. Guten Morgen. Verdammt, schon wieder gewonnen. Passiert. So, technisch gesehen bin ich wieder runtergerutscht von den Rang. Von den ganzen Rang-Ding-Dings da. Weil ich nämlich das Problem habe, keinen zu haben, gegen den ich momentan hier anstinken könnte, sage ich mal so. Die haben nämlich alle sau viel Leben. Und ich halt nicht. So. In gut einem Tag, das heißt morgen irgendwann am Nachmittag, werde ich hier die Edelsteinmine dann auf die 49. Stufe ausbauen, beziehungsweise beginnen den Ausbau. Auch mega gut. Ja, ich hätte gerne die Erfahrung. Dankeschön. Sehr freundlich von Ihnen. Gucken wir mal, ob wir hier ein bisschen was reißen können. Ja, nicht viel. Hier. Ja, es ist schon ein bisschen besser. Ja. Nee. So. Dann haben wir hier ein klein wenig schon mal mehr. Nicht besonders viel mehr, aber ein bisschen, ne? Ein bisschen. Auch klein Vieh macht Mist. Gut, hier geht es darum, dass ich hier in 11 Tagen und 10, ja, fast 11 Stunden erst wieder ausbauen kann. Das heißt, ich kann die Seelen anderweitig ausgeben erstmal. Wir haben nämlich mehr als genug Zeit. Holen wir durch die Sturmhexe noch mal ein paar dazu. Zack. Da seht ihr, ich habe schon so viel und ich habe eigentlich erst angefangen, den Ausbau wieder zu machen. Also bis jetzt läuft das also sehr, sehr gut. Wir wollten den Goblin versuchen auf 1000 zu bringen, ne? Wir nicht versuchen, wir wollten das machen. Und das heißt, wir machen das jetzt auch erstmal. Beziehungsweise gehen auf 950 hoch. Sollte klappen. Wenn ich mich nicht geirrt habe mit dem. Ja, gerade so. Ich habe nämlich abgeschätzt, wie viel ich brauche und hey, das hat geklappt. 950. 50 mal wieder verbessert, das heißt 50 mal das nächste Mal vielleicht wieder. Und schon haben wir die 1000. Und dann ist der nächste dran. Die sind nämlich beide nur auf 500. Ja. Nicht wirklich weit, ich weiß. Aber die Goblins zurzeit, die reißen irgendwie alles schon. Jo, dann gehen wir mal ins Dämonenportal. Der ist ein Gegner, ne? Total unterschiedlich, wie ich da reinkloppe. Hier haben wir leider noch nicht die 600 erreicht im Wirbelwindsturm. Das bin ich kurz davor, aber. Aber hier wird es jetzt auch schon immer schwieriger. Überraschung, es wird schwieriger, umso höher man den Stufen kommt. Kann ich ja gar nicht verstehen. Ich dachte immer, es wird leichter. So. Knallen wir denen das mal rein. Die Geräusche, wenn die was zu essen kriegen, ist immer total komisch. Naja. Licht. Nehmen wir mal Schatten, ne? Yay! Wir haben wieder was bekommen. Bitteschön.
Guten Morgen. Ich wollte mal nachgucken, wie sieht's eigentlich aus. Willkommen in meinen Stallungen. Oh. Geht ja bald zu Ende. Oh. Nicht so cool. Machen wir einfach mal ein paar dazu, dann haben wir bis zum 8.4. Ruhe und wir haben noch genug Pilze für andere Sachen. So. Das Schild irritiert mich. Wenn ich jetzt theoretisch hier klicke, müsste ich ja 900% mäßig. Theoretisch das finden. Ja. Gut, aber ich will die Pilze da trotzdem nicht für ausgeben, weil wir haben fast 700. Gegenstand ist verzaubert. Das ist gut. Wir Gürtel. Haben wir Gürtel? Nö. Wir haben Handschuhe. Lady, wir haben Handschuhe. Guten Morgen. Keine Gürtel. Und der hier gibt mir 256. Und ja, eigentlich könnte ich ihn erst in die Toilette werfen. Dilling, dilling, ding. Gucken wir mal. 91. Oh, ich hätte es doch nicht tun sollen. Dann kannst du es erst in die Toilette werfen, dann kannst du das. Nein, gar nicht. Funktioniert nicht so, wie ich das wollte. Okay, hier. Wo kommt denn die 422 her? Da war doch noch eine 3. Oh, Tagesbelohnung. Da war was. Okay, dann haben wir das erstmal. Gut, dann Guten gucken wir mal. Morgen. Guten Morgen. Über 9 Millionen. Das seid ihr ja. Ja. Fünf, sieben. Das ist aber echt viel, guten was man Morgen. Braucht. Ja, guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Ja, ja, da bin ich ja. Oh, 9,6. Oh, 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 XP. XP, XP, XP. Oh, wieder immer XP. Guten Morgen. Guten Morgen. 7,5 Millionen. Oi, 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 oi. Da bist du ja. 12,3. Oh, oh, oh. Oi, oi, oi. Ah, da bist du ja. Ja, da bin ich. Du ja, siehst... ja. Du siehst so gar nicht abenteuerlustig aus. Ja, ja. Guten Morgen. Einfach geil, das Event, muss ich schon sagen. Hey, psst. Du. Guten Morgen. Das war's schon? Oh, ich will keine Pizza ausgeben, aber das ist so ein gutes Event. Guten Morgen. Hallo. Hat keiner gesehen. Habe ich nicht extra genommen. Keiner gesehen. Guten Morgen. So. Gut. Guten Morgen. Guten Morgen ist gut. Wir gehen ja schon deine Schicht hier. So, jetzt wollen wir aber noch unser Würfelglück herausfordern. Guten Morgen. Entschuldigung, ich finde ihn immer noch lustig. Popo mit Ohren. Hm.
wirklich das, was ich haben will. Ich hätte gerne ganz andere Sachen. Danke. So ein Pech. So ein Pech, ja, ja. Dich freut das doch. Da sehe ich doch. Oh, schade. Okay, Daumen drücken mal langsam, Leute. So ein Pech. Oh, das tut mir leid. Wo ist mein Würfelglück? Wo ist es? Wo ist es denn mal, wenn ich es brauche? Nächstes Mal klappt's bestimmt. Oh Mann. Jetzt vielleicht? So ein Pech. Hier entsteht gerade gar nichts mehr. Ich habe, glaube ich, einmal bis jetzt was bekommen, ne? Oh, das tut mir leid. Ja, das tut dir leid, natürlich. Glückwunsch. Hä? Ich will das haben und kriege dann das? So. Okay, einmal bitte jetzt. Nächstes Mal klappt's bestimmt. Nächstes Mal klappt es bestimmt. Blablabla. Ah, Mann. Ein Kollege. Hallo. So viel Pech kann man noch nicht haben. Doch, ich kann's. Ja, ein bisschen was hier bekommen, bitte. Wow, ein Ehre gewonnen. So, dann haben wir das. Hier haben wir ja auch alles. Ja, hier haben wir alles. Dann können wir unsere 500 Milliarden mal ausgeben. Und zwar geht es mit Int weiter. Wie schnell das Geld immer verschwindet. Das ist total traurig. Das ist traurig. Und wir haben auch die falschen Tränke hier drin. Aber ich finde die anderen einfach nicht. Hier. Ich habe totales Pech. Ich finde die einfach nicht. Einfach nicht da. Einfach nicht da. Ich habe echt Pech, also ungelogen. Ich habe die ganze Zeit über keine gefunden und in 5 Tagen gehen sogar die weg. Und selbst die finde ich nicht mehr. Und ich gucke jeden Tag hier. Sonst habe ich immer hier die oder die halt, ne? Aber Ausdauer? Nö. Kriegerherz kennt keinen Schmerz. Kriegerherz kennt keinen Schmerz. Das ist gelogen. Gut, dann haben wir das erstmal. Ich werde dann die Flimmerkiste wieder weiter fleißig gucken, weil schön, auch jetzt zur Zeit. Jetzt zur Zeit sind nämlich die beiden Sachen ja auch mal 2. Und XP sammle ich ja sowieso. Und ich denke, diese Woche könnte es schon fast so sein, dass wir schon das nächste Level abkriegen. Müssen aber dranbleiben, deswegen würde ich sagen, das war's heute auch erstmal. Entschuldigt, dass es diesmal vielleicht eine etwas kürzere Folge ist, so wie früher vielleicht. Aber ich habe heute auch noch viel vor, beziehungsweise viel zu tun. Und ja, ich wollte eigentlich nicht so oft Werbung für meinen Zweitkanal machen, aber wer so Malsachen und sowas mag, ich habe jetzt letztens das, wo auch immer es gerade liegt, das Bild der Ananaszunge von Rocket League gemacht. Das, was diese Woche kommt, ist aus Marvel. Das, was als nächstes kommt, nächste Woche, also es kommt immer nur donnerstags. Ja, das ist vielleicht ein Gaming-Thema und ein sehr schönes Spiel. Und wenn euch das interessiert, könnt ihr gerne unter Kreativ Home Artist auf YouTube mich finden.
Aber jetzt genug mit Werbung und Bitten drum, dass ihr dieses Video liked. Das würde mich sehr supporten, das würde mich sehr unterstützen. Und auch gerne einen Kommentar da lasst. Und ansonsten sehen wir uns dann das nächste Mal wieder mit Shakes and Fidget jeden Montag. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.